Ah, genau, sollen wir eine Tierlist machen? Wir können eine weihnachtliche Tierlist machen. Weihnachtsfilme. Sollen wir eine Weihnachtsfilm-Tierlist machen? Das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Eine Weihnachtsfilm-Tierlist, da gibt es ja einige. Und vielleicht habt ihr auch da ein bisschen Inspiration für Weihnachten. Ja, komm, das machen wir jetzt. Das ist doch eine geile, spontane Idee von mir. Ja, Donny hat ein großes Ego. Naja, tschüss. Ich mache mal ein paar, also Herr, wir machen mal Trilogie, okay? Herr der Ringe-Trilogie, stirb langsam, am 2, dann Love Actually. Haut mal jetzt raus, jetzt könnt ihr mal raushauen. Wir machen Harry Potter als ein Ding, oder? Ja. Obwohl, Harry Potter ist schon irgendwie, ja doch, alle Teile, oder? Harry Potter, aber ich finde nur die ersten beiden Teile oder die ersten drei Teile so richtig weihnachtlich. Dann haben wir noch, jetzt wird schon schöne Bescherung. Was ist nochmal schöne Bescherung? Was ist nochmal schöne Bescherung? Das will ich sehen. Ja, was war das nochmal? Guck mal den Trailer an. Das interessiert mich gerade. Ich glaube, den habe ich aber auch ewig nicht mehr gesehen. Was ist denn das für eine Seite wieder? Weihnachten ist so komisch. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe den noch nicht gesehen. Jetzt ohne Scheiß. Ich glaube, ich habe den noch nicht gesehen. Und, ganz kurz, auf jeden Fall natürlich Kevin Home Alone. Ah, beide. Das ist 1 und 2. Ja, ich, 1, das reicht für... Ey, Leute, ich glaube, ich habe den wirklich noch nicht gesehen, tatsächlich. Aber der sieht aus wie ein Film, der mir gefällt, so für Weihnachten. Aber der wird mir gefallen, glaube ich. Ich mag auch diesen Schauspieler. Das ist doch irgendwie, wie heißt der, Cherry, irgendwas Chase? Hey, das ist doch der Typ von Independence Day, der Betrunkene. Hey Mann, ich bin das Feld auf jeden Fall rübergeflogen. Ich wurde von den Aliens entführt. Die haben mir Sachen in den Arsch gesteckt. Wirklich. So, okay, den machen wir mal dazu. Okay, versprochen ist versprochen. Sehr gut. Turbo Man. Dann, guck noch nicht in Chat, ich guck mal, wie viel mir selber einfällt. Was ist nochmal so ein Typ? Jetzt ist komisch, wenn man so sitzt und dann so einem einfallen muss, dann fällt es einem auf einmal nicht so. Genau, Star Wars. Hab ich doch in Chat geguckt. Star Wars Episode. Ja, ich bin da nämlich ein bisschen komisch vielleicht. Ich bin da spezifisch. Für mich ist wirklich nur Episode 1 und 2. Vielleicht noch 3. Diese ganzen älteren Star Wars und jetzt wieder die neueren, die zählen für mich nicht als Weihnachtsfilme. Deswegen mache ich aber knallhart Episode 1 und 2. Ist ja meine Liste, ne? Gremlins zählt bei mir nicht dazu. Habe ich nicht so auf dem Schirm. Also habe ich auch mal gesehen früher. Das doch, die wird dürfen irgendwie nass werden oder so, ne? Aber wir nehmen den mal... Naja, wohl, jetzt kann ich ja... was mache ich jetzt? Meine Liste oder unsere Liste? Oh, ich bin so... ich hasse sowas eigentlich. Ey, diese Romcoms, ey, das ist aber nichts für mich, oder? Wie steht denn hier zu Romcoms an Weihnachten? Ihr Last Christmas, das ist doch mit der Emily, wie heißt der nochmal hier? Ich mag das auch nicht. Und alle Cover sehen immer gleich aus. Alle machen halt tatsächlich Liebe nach, immer vom Cover. Das ist immer so schwarz-rot und immer so ganz hell. Guck mal hier, schwarz-rot und hell, schwarz-rot und hell. Kevin Allianz, sowas haben wir schon, oder? Was haben wir noch? Was ist denn Kevin Allianz? Was ist das? Moment. What? Ich hab's doch gerade geöffnet. Geh mal hier. Was? Warum? Mach das gleiche im Tab auf. Ich will den Film. Ich drück doch auf Tab. Im neuen Tab öffnen. Das hier. Dann macht er wieder die Google-Suche auf. Hä? Warum? Ach so, Kevin gegen alle. Ja, das haben wir doch. Wir haben hier mal den Trailer geguckt. Da gab's auch Copyright-Probleme. Aber es war lustig, weil der Trailer war so richtig schlecht. Die Simpsons, wo Homer fett ist. Ist das eine Weihnacht? Ist das weihnachtlich? Was haben wir hier noch? Stirb langsam. Haben wir Love Actually schon aufgeschrieben? Ja. Herr der Ringe? Wir haben. Ich meine, ich hab doch schon jetzt alle. Mehr oder weniger. Die Geister, die. Oh, hier, täglich grüßt das Murmeltier. Ist für mich auch ein Weihnachtsfilm. Oder? Ein Bill Murray-Film muss rein. Polar Express sagt jetzt die ganze Zeit, den habe ich irgendwie echt noch nie gesehen. Sollte ich den mal gucken? Der gut? Ich glaube, der ist nicht so für meine Generation gut, oder? Bisschen so für jüngere Leute. Buddy der Weihnachtself. Ice Age. Letzte Einhorn. Winnetou. Die Glücksritter. Oh, die Glücksritter finde ich auch. Und hier, Dings. Es war einmal in Amerika, oder? Wie heißt er? Mit Eddie Murphy. Ding ist hier.
Once Upon... Das heißt doch so, oder? Nee, der Prinz aus Zamunda heißt der, genau. Der heißt aber auf Deutsch, auf Englisch halt irgendwie sowas in der Richtung, ne? Der Prinz aus Zamunda, den machen wir noch rein. Dann stirb langsam... Ja komm, ich mach mal hier stirb langsam 1 und 2. Weil 3 spielt im Sommer. Was ist nochmal die... Wie heißt das nochmal, dieser Typ? Dieser Film, wo immer so diese Geister kommen. Ebenezer Scrooge oder was? Ebenezer Scrooge oder so. Papaneri... Scrooged. Eine Weihnachtsgeschichte heißt der, oder? Die Geister, die ich rief. Aber schön, wie ihr mitmacht, liebe Kinder. Ah, ich wollte den Weihnachtsmann machen, aber ich hab den nicht mehr. Trotzdem, ich bin der Weihnachtsmann heute. Toll, lieber Chat, dass ihr heute so aktiv und so toll mitmacht. Das gibt ganz tolle Geschenke. Eins aufs Maul. Die Geister, die ich rief. Scrooge, den muss ich glaube ich auch noch gucken. Auch mit Bill Murray. Aber wie, ich meine eher das Original, so mit Englisch. Es ist so richtig so London-mäßig. So ein bisschen sieht alles aus wie so Sherlock Holmes. Das hat so, das ist auch so ein Klassiker, so eine klassische Weihnachtsgeschichte. Mit so einem alten Typ und da kommt auch so ein Geist mit so Ketten. Charles Dickens Christmas Carol, sagt der Chat. So, warte mal, ist es das? Ich glaube schon. Aber gibt's das nicht als Film? A Christmas Carol als Film? Wie meine ich, das mal gesehen zu haben? Movie. A Christmas Carol Original Movie. Nee, ich glaube dann doch nicht. Wie ist es mit Mary Poppins? Wie steht ihr dazu? Das ist ein Weihnachtsfilm. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Nämlich, ich mag ja eh diese ganzen tschechischen Märchen. Ich finde die irgendwie geil. Sissy Coke, was? Komm. Oh, Mrs. Doubtfire ist gut. Komischerweise merke ich gerade, das sind fast alles so meine Safe Place und Wohlfühlfilme. Sind alles Weihnachtsfilme oder Sachen, die ich als Weihnachtsfilme. Edward mit den Scherenhänden, nee, der macht mich immer traurig. Grinch immer noch. Ja, ich weiß nicht. Ich mache jetzt mal Grinch für euch rein, sonst kriegt ihr hier irgendwie einen Anfall. Aber ich habe den Grinch tatsächlich noch nie ganz geguckt. Sollte ich das mal machen? Das mit Jim Carrey. Weiß nicht, das ist doch eher so eine Lore, die haben wir nicht in Deutschland oder auch nicht in Irland, wo ich herkomme. So. Das ist doch eher so eine amerikanische Geschichte. Was ist nochmal der Grinch? Der Grinch ist so ein schlecht gelaunter Weihnachtsdude, der immer Gina Wild gierige Lippen. Ich würde eher sagen, jetzt wird's schmutzig, gefällt mir besser. Der Teil, ein bisschen gereifter. Die reifere Gina Wild. Ja, das ist doch eher so, Grinch ist doch eher so Ami-Weihnachten. Der Typ von Willy Wonka und so. Meinst du etwa Charlie in die Schokoladenfabrik? Warum ausgerechnet Episode 1 und 2? Also warum nur die 2? Gibt's da einen Take zu? Jetzt kommt wieder Timo mit seinem Star Wars Scheiß. Sollen wir Interstellar noch reinmachen? Also es gibt einen Take dazu, ist eine gute Frage. Da möchte ich drauf eingehen, da brauche ich Ruhe. Die Musik, das Lied hat mich gerade genervt. Also für mich ist es so, Episode 1 und 2... Ich bin damit ja aufgewachsen, quasi. Nicht als kleines Kind, sondern wann kam Episode 1 raus? 99 oder so? Ich erkläre das gleich, warte mal. Episode 1, können wir mal kurz gucken, das kam. Guck mal, 99, gar nicht so schlecht. 99 war ich 15. 84, ja, ungefähr. Also ich war 15 und Episode 2, warte mal. Kam 2002. Und wann kam Herr der Ringe? Warte mal, das ist alles auch... Das war eine geile Zeit, Alter. Weißt du, was für eine geile Zeit das war einfach damals? Ich bin zu einer perfekten Zeit aufgewachsen. Ich war zu einer perfekten Zeit Teenager. Ohne Witz, mir tun eher die Leute, die ganzen Teenager jetzt eher leid, in diesem ganzen Scheiß aufzuwachsen. Bei uns, wir hatten so eine geile Zeit, ohne Witz. Die 2000er, Leute, Ende 90er, 2000er. Die Welt war einfach nur eine Party. Ja, es gab auch viel Scheiß und so, aber das haben wir nicht mitbekommen. Ich war in Tübingen, ich bin Skateboard gefahren, ich habe die Schule gemocht tatsächlich. Ich war schlecht in der Schule, aber es war die Zeit von Herr der Ringe kam raus. Es war die Zeit von Episode 1, 2 und 3 kam raus. Es gab irgendwie Jackass. Es gab irgendwie die Osbournes. Es gab MTV. Man hat noch Fernsehen geguckt, es gab kein Handy, es gab kein fucking Social Media. Es gab irgendwie, man kannte nur, wenn überhaupt,
in seinem Leben 3-4 Mädels und auf eine hatte man einen Crush und man hatte nicht irgendwie Social Media und irgendwie, keine Ahnung, dieses ganze Gefühl von Tinder und immer das Bessere und immer eine Hübschere und so und keine Ahnung. Nein, das gab's nicht. Man hat sich einfach noch normal verliebt. Ich erzähle aus meiner Sicht. Und es war eine bessere Musikkultur, weil man wirklich noch irgendwo hingehen musste, sich Platten anhören musste, aber das hat auch den Reiz ausgemacht. Ich saß bei Müller dann jeden Tag und hab dann Kopfhörer aufgesetzt und hab mir einfach bewusst 2-3 CDs rausgesucht, die habe ich mir dann angehört, auch das ganze Album angehört und nur wenn es mich überzeugt hat, habe ich die auch gekauft und dann hat man das auch gekauft und dann hat man so eine Hardware zu Hause, ist man nach Hause gegangen, hat seinen fucking Dingsrekorder reingemacht, die CD reingesteckt und sich einfach nur krass gefreut und dann den Nachmittag damit verbracht, ein Album zu hören. Heute, Spotify, ja, neues Album von Kendrick Lamar, feier ich ja, und dann so, ja, hör ich mir kurz durch, während ich irgendwie auf so einem Fitness-Ding bin und währenddessen genervt bin von meinen anderen 3 Handys auf irgendwelchen, keine Ahnung, Kanälen. Ihr wisst, was ich meine, ich will jetzt gar nicht ranten, aber ich sag's euch, 2000er, das war eine geile Zeit. Und das ist immer das, wenn ich jetzt so Jugendliche sehe, die mich nerven, weil sie irgendwie nur, weil scheinbar ihr Leben daraus besteht, irgendwelche Tänze auf TikTok zu machen und irgendwie sich zu beschweren. Okay, sehr boomermäßig, sorry, den letzten muss ich rausnehmen, weil, nehme ich raus, weil es ist super boomig. Aber ich glaube, ihr wisst ein bisschen, was ich meine. Ich beschwere mich, vor allem, ich beschwere mich halt übelst viel, deswegen, sorry. Aber, ja, wirklich den letzten Teil mal raus, aber so, da denke ich dann immer so dran, ja, reg dich nicht über die auf, glaub mir, ich hatte es eigentlich besser als die werden halt so eine Zeit nie erleben und das habe ich denen voraus. Vor allem überlegt doch mal, Leute, wie das abgehen wird in jetzt nochmal 20 Jahren, wenn die aktuelle 15-Jährige, 16-Jährige, 17-Jährige, wenn die dann quasi wahrscheinlich dann auch sagen, boah, wir hatten es voll die geile Zeit, damals gab es nur Facebook und TikTok und so und das war alles noch total easy und locker, weil das wird es ja 100% sein, weil dann alle im Metaverse irgendwie so, keine Ahnung, und dann so, wirst du einfach so, kannst du die Straße runterlaufen, wirst einfach so gebumst irgendwie, weil du im Metaverse irgendwie dich also alle werden so verrückt sein und jeder streamt, guck mal hier, die ganze Zeit, und jeder streamt konstant aus seiner eigenen POV und keiner weiß, was POV bedeutet, auch da noch nicht mehr, weil das checken die Leute einfach nicht. Überall Nazis und so und es ist total verrückt geworden, es gibt gar nichts mehr. Ja? Ihr seht, ich schaue positiv in die Zukunft. Egal, wir gehen wieder zurück zu Safe Place, Jahr 2000, wo sind wir stehen geblieben? Guck mal, das alles kam jetzt einfach nur aus der Frage, warum Episode 1 und 2. Willkommen bei mir im Stream. Also wirklich, manchmal denke ich auch, hallo, warte mal. Ist keiner dran, habe nur einen Witz gemacht. Titanic ist auch gut, warte mal. Also, aber zurück zu warum Episode, ich habe es hier dazu gemacht. Und zwar, ja, das war die Zeit. Das war aber wichtig, genau, jetzt merke ich ja, warum ich da so ausgeholt habe, weil das war halt die Zeit. Und das war halt geil, ich bin da ins Kino gegangen und hab Star Wars auch durch meine Cousins, vor allem durch meinen einen Cousin in Irland, Thomas, mitbekommen. Der ist so 2-3 Jahre älter als ich und der hat mir damals, als ich so, keine Ahnung, 12, 13 war, halt auch Star Wars, oder beziehungsweise ich hab immer bei ihm im Zimmer, der hatte so ein Stand-up, einen lebensgroßen Boba Fett-Aufsteller, wo Boba Fett so steht mit seiner Waffe. Daher kommt auch mein Fandom für Boba Fett, weil das hat mich halt irgendwie inspiriert. Ich fand das irgendwie total cool. Und dann habe ich dadurch halt Star Wars kam so in meine Welt. Er hat auch mal diese Spielzeuge von Star Wars, also von den ersten Teilen, Episode 4, 5, 6, ihr wisst, was ich meine, so Empire Strikes Back und sowas. Und dann war halt quasi für meine Generation, waren halt Episode 1 und 2 und 3, waren halt einfach so. Das war halt unser Star Wars. Und ich verteidige das seit Jahren, immer wenn das gehatet wird, weil das wird gerne mal gehatet. Das ist voll scheiße und Jar Jar Binks und die Animation ist scheiße und diese eine Pod Race geht viel zu lange und so. Und ich sag, nein, es war voll geil. Ich hab das geliebt, der Bulba. Das war voll geil. Ich fand das mega gut und ich finde es bis heute gut und ich gucke mir das an, nur der dritte, den mag ich nicht, weil da ist ein bisschen too much und da sind auch für mich so ein paar so Logikfehler drin auch, muss ich sagen. Also, dass er so schnell anfängt, irgendwie alle Kinder abzumurksen, fand ich so ein bisschen, ist das glaubwürdig so? Gerade letzte Minute noch irgendwie mit Padme da rumgeklutscht und voll einen auf gefühlvoll und dann so, ja, ich muss alle Kinder töten, das sind dann Jünglinge, gehen wir jetzt einmal mal hin und schlachten die ab. Das habe ich nicht verstanden, das hat nicht so Sinn gemacht, finde ich. Weil da ist er ja noch nicht dunkel und ist ja noch nicht Darth Vader und so. Alter, das fand ich. Aber wisst ihr was? Das ist interessant, dass ich das gerade sage, finde ich. Lustig. Also, so ein Satz kann nur von mir kommen. Das ist interessant, dass ich das gerade sage, finde ich.
sagt ihr das eigentlich? Ich bin gar nicht so von mir selber überzeugt, aber dann kommt sowas raus. Oh, ist eigentlich interessant, was ich da gerade selber sage, finde ich. Ich bin 100% meiner Meinung. Weil ich rede ja gerade drüber, dass der Dritte mir nicht so, warum ich den nicht reinmache. Und jetzt haben wir die Frage wirklich ausführlich beantwortet, aber ist ja vielleicht ganz interessant für euch. Weil ich, glaube ich, beim dritten Teil halt auch schon ein bisschen älter wurde. Und was ist, wenn man älter wird? Hm? Man wird leider Gottes zynischer. Und deswegen will ich wissen, wann der rauskommt. Warte mal. Episode 3? Rache der Sith kam 2005. Ja, da habe ich schon Abi gemacht und da war ich einfach schon quasi erwachsen. Und ich glaube deswegen, das ist wirklich ein Grund, warum ich den dann nicht mehr so geil fand und jetzt auch nicht mehr gut finde und dazu zähle, weil da war ich schon quasi, habe ich das nicht mehr mit so Kinderaugen oder mit jugendlichen Augen gesehen oder so. Da war ich 9, sagt Jana. Ja, was hältst du von 7 bis 9? Ah, haben wir schon 1000 Mal besprochen. Ja, ich bin nicht der größte Fan, ich finde es aber auch nicht scheiße. Ich fand den 6. halt nicht so gut. Den 7., den irgendwie alle gefeiert haben, den fand ich irgendwie beim ersten Mal gucken völlig overrated und alle waren total, oh, guck mal, Han Solo, wir sind zu Hause, Chewie. Und so diese ganze scheiß Nostalgie-Gewichse jedes Mal. Ich brauche das nicht. Es ist mir egal, mach den neuen Plot, bring den voran. Ich brauche nicht alle 2 Meter irgendeine Nostalgie-Referenz. Und guck mal, da war L2-D2 und da hat irgendwie der eine Sith-Lord hingekackt, irgendwie da hinten in der Ecke bei dem einen T2-3-Flugzeug. Das gibt's auch bei Lego und so. Das ist mir scheißegal, man, bring einfach diesen neuen Plot mit diesem neuen Jedi-Prospect ran und dann ist auch okay. Also finde ich, reicht mir. Das hat mich einfach genervt. Ich brauche das nicht, dieses ganze Chewie und dieses ganze, weil das ist natürlich für die ganze Generation, die noch jünger, die noch älter ist als ich, die sind halt eher mit Episode 4, 5, 6 aufgewachsen und für die ist es halt voll so, ah, oh, guck mal, jetzt kann ich das mit meinen Kindern gucken und ich finde es total nostalgisch. Sollen sie machen? Das ist ja Geschmack. Ich fand's nervig. Aber ich habe den letzten Teil fand ich ganz gut. Den habe ich im Kino geguckt, in Dublin, weiß ich noch, da musste ich auch ein bisschen weinen und so. Den fand ich schön. Den allerletzten Teil. Ja. Und da hat den lustig. Und den wiederum haben wieder die ganzen Fanboys zerpflückt. Naja, aber wenn doch der große Sith-Lord da irgendwie, naja, wenn er den einen Planeten dann irgendwie aufgemacht hat und sich da versteckt hat, also wo ist dann eigentlich dann... Weißt du, so eine Scheiße, dann muss ich mir wieder irgendein Video angucken auf YouTube, wo ich dann hängen bleibe, wo jemand das halt 20 Minuten so auseinander nimmt und sagt, ja, aber also die Sternzerstörer, die hätten ja gar nicht da sein können, weil die ja eigentlich, wenn die... Ja, auch kein Bock. Also ich finde, das wird einfach... Aber guck mal, ich rede jetzt auch 20 Minuten drüber und beschwere mich drüber, dass Leute 20 Minuten... Oh, das ist so typisch. Ja, okay. Fair enough, habe ich gerade selber gemerkt. Ich rede 20 Minuten drüber und beschwere mich drüber, ja. Ihr wisst, was ich meine. Naja, kurzer Star Wars Ausflug. Also, was haben wir jetzt hier? Wir haben doch langsam auch alles, oder? Was haben wir noch? Habt ihr noch Vorschläge? Ich habe jetzt die meisten von euren gemacht. Grinch wolltet ihr drin haben, wollte ich nicht. Andor habe ich noch nicht kann mich nicht rein, sorry, wie viele. Ghostbusters. Letzte Einhorn. Sehe ich nicht, Nina. Sehe ich nicht. Jessica sagt aber, Ghostbusters, den würde ich noch reinnehmen. Den habe ich aber auch schon lange nicht mehr Weihnachten geguckt. Ziemlich beste Freunde. Sehr, 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 sehr guter Film. Bei dem ich auch jedes Mal eigentlich weinen muss. Gerade beim Ende. Oh, wie geil das Ende ist, oder? Oh, ich muss da jedes Mal heulen, ey. Es ist so gut. Ich sehe dich nicht, ja. Wes Anderson, wir müssen noch Dings reinmachen hier. Wie heißt der nochmal? Dings, ihr wisst schon, was ich meine. Mann, dieses Hotel. Grand Budapest, genau. Grand Budapest Hotel. Jetzt muss ich das aber hier ein bisschen kleiner machen. Die Geister, die ich rief, mach mal rein. Und jetzt haben wir eigentlich langsam, aber sicher, würde ich sagen. Guck nochmal ein bisschen Inspiration. Fargo ist einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme. Oh, der ist auch gut. Der ist auch weihnachtlich, weil da auch Schnee und kalt und so, ne? Den nehme ich mit rein. Finde ich gut. Aber nicht die Serie, den Film, ne? Der ist echt, den mag ich auch sehr gerne. Was haben wir denn hier? Ist doch so geil, guck mal, diese ganze Scheiße wird einem zuerst angezeigt, weil das hat doch irgendwie, da hat doch Hollywood bezahlt, dass es bei Google zuerst auftritt. Oder ist das jetzt eine Verschwörungstheorie von mir? Ja, kein Mensch kennt Spirited, aber das taucht hier als erstes auf. Oder bin ich da jetzt wirklich ein Aluhut-Mensch? Warum, weil das aktueller ist oder was? Warum taucht sowas als erstes auf? Und hier Last Christmas, ja, ist aktueller Film. Der darf da auch nicht als erstes auftauchen. Da muss eigentlich sowas wie Versprochen ist versprochen oder sowas. Aluhut-Mensch, ja, okay, confirmed. Ich habe hier gerade Man in Black gelesen. Aber da steht Ban is back.
We are the Ben is back. Wie lustig, wenn Ben is back, der Film. Da geht es auch wirklich darum, dass Ben so einen schwarzen Anzug anhat und immer und irgendwelche Aliens jagt. Oh, Hook. Auch gut, ja, Hook, nimm mal. Sehr gut. Hook, nimm mal mit rein. Wer war das? Irgendjemand auf jeden Fall mit Geschmack? Inglourious Basterds sagte, nee, das ist ein Kriegsfilm. Weihnachten wollen wir doch einmal ein bisschen friedlich sein. Okay, gut, stirb langsam, werden halt dann ja auch alle gekillt. Ja, gut. Achso, hier, guck mal, jetzt check ich das erst. Hier ist es in Trillern geordnet, dann kann ich ja hier so durchscrollen noch einmal. Weihnachtsfeiertag Kinderfilme. Grinch haben wir drin, Polar Express. Allein zu Hause, Kevin haben wir. Kommt hier noch. Weihnachten mit Dennis. Hätte ich aber auch Bock drauf. Ich mochte immer die Dennis-Filme. Dennis the Menace. Leichter Wiedererkennungswert. Dennis und ich sind da ziemlich ähnlich. Ja, Shining nehme ich mit rein, finde ich gut. Habe ich neulich erst wieder gesehen. So jetzt, aber jetzt schreit ihr einfach mal, wenn irgendwas ist, wo ihr wirklich meint, das geht gar nicht und das muss unbedingt rein, das habe ich komplett vergessen, dann ja, aber ich glaube, sonst haben wir jetzt gerade die meisten Weihnachtsfilme. Die ganzen Disney-Filme ist einfach eine Kategorie. Da brauchen wir gar nicht anfangen jetzt hier. Vielleicht noch diese wir machen so tschechische Märchen noch als eins. Da zähle ich alles mit rein, so Aschenbrödel und Schönen des Biest. Ja, ihr wollt diesen Elf drin haben, ne? Was war das nochmal? Buddy der Weihnachtself, oder was? Oh, Goonies kommt auch rein, stimmt. Goonies. Buddy. Elf. Buddy der Weihnachtself kommt wahrscheinlich richtig. Das ist doch jetzt alles. Ghostbusters haben wir schon drin, Karim. Ratetiger 1. Nee, das reicht jetzt. Wir haben jetzt hier eine Liste und ich konnte überhaupt keine Tipps geben. Jetzt haben wir einfach uns gemeinsam abgefeiert. Ja, die Ghibli-Filme, stimmt. Genau. Aber ich habe, also ich sag mal so, das stimmt gar nicht, mir hat es ein bisschen was gebracht. Ich habe zum Beispiel jetzt Lust bekommen auf vielleicht heute Abend, ohne Scheiß. Ich glaube, heute Abend ziehe ich mir gerade Budapest Hotel rein oder Fargo oder die Geister, die ich rief, weil das habe ich, glaube ich, gar nicht, noch nicht gesehen. Oder nicht mehr auf dem Schirm. Und außerdem, wie habe ich denn Tschechisch geschrieben? Hat man das so? Weiß ich immer nie. So, das ist jetzt unsere Liste und das war's. Könnt ihr euch screenshotten? Vielleicht als könnt ihr euch aufhängen zu Hause, als wenn ich mal Bock auf einen Weihnachtsfilm habe. Es ist keine Tierliste, aber es ist eine Liebesliste.